Ein herzliches Willkommen zu einer Folge Alien Isolation. Ja, das Alien ist uns auf der Spur. Wir sind ganz schön unter Druck gesetzt und ich möchte jetzt mal gerne wissen, was ich generell auch mit meinem ganzen Equipment, was ich jetzt hier so an, sage ich mal, Geräusche mache, Blendgranate so nutzen kann und wie eigentlich effektiv es auch ist. Und wir werden jetzt in der Folge sehen, wie es eigentlich erst richtig weitergeht. Also viel Spaß beim Zuschauen, euer Victim of Games. Dreckige Vieh. Okay, jetzt sind wir hier unten. Vorne steht einer. Okay. Den muss ich irgendwie umgehen. Okay, da läuft vor. Sehr schön. Und da ist das Alien. Ich probiere jetzt mal ganz einfach mal was aus. Wir müssen die Geräusche machen. Vielleicht das Mausrad zum Zielen. Ich glaube, das war doch nicht so eine gute Idee. Nochmal nein. Atem anhalten. Oh Mann. Das Problem ist, er steht doch jetzt hier voll an der Tür, oder? Da ist er weg. Das Alien ist da oben drin, das gibt's doch wohl nicht. Was auf diese scheiß Luftschächte. Alien, 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 Alien. Oh, du dreckiges Vieh, Alter. Oh, fuck! Okay, das läuft doch nicht so geplant, wie es eigentlich sein sollte. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann müssen wir das alles machen. Das Alien hat mich das erste Mal erwischt. Boah, aber Glück jetzt. Wenn Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Du kannst mich mal. Du kannst dich mal getrost am Arsch lecken. Schicksal.
Komm, verpiss dich, Alter. Was war das? Ich hör's, Alter, ich hör's. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ja, dann verpiss dich doch einfach mal. So behindert. Bitte beruhigen Sie sich. Aber. Leck mich. Okay. Nehmen Sie den Transit zum Schmiedeturm. Okay. Alter, ich höre dieses Scheißvieh. Ich muss zur Transitstation. Und da geht's so unten lang. Okay. Alter, ist das abartig. Das ist so abartig, dass du das Vieh hörst. Keine Waffen. Link Transit Station, okay, also System. Ich muss zum Transit. Oh, ich muss da vorsichtig sein. Gehen so einen scheiß Schrank rein. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Oh. Auf jeden Fall jemand gehört. Ich muss zum Menschen- und Synthetenteam danke Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Ich muss zum Tower.
Schmiede, oder? Chemietower. Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Okay. Zum Schmiedturm. Oh, Alter. Die Geräusche. Geht gar nicht. Gehen Sie zu Samuels und Taylor. Okay. Doktorhaltung. Beste, was es gibt. Haltestelle für San Cristobal Krankenstationen und Sixen Synthetics. Okay, die zwei haben es doch überlebt. Ist das Ripley? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Was ist hier los? Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. What the f... Wir entschuldigen uns äußerst für die derzeitigen Verspätungen. Okay. Wir safen das Ganze erstmal hier. Natürlich speichern. Man sieht ja, was hier eigentlich in diesen ganzen Games so abgeht. Ich brauche mal kurz Medikit. R zum Aktivieren. Und ich glaube, wir müssen nochmal was bauen. Können wir was bauen? Ja. Hammer. Okay. Geräuschemacher haben hier zwei. Ich möchte da auch noch eins bauen, weil das testen wir jetzt mal richtig. Und ich weiß, dass das Alien irgendwo in der Nähe ist, dann könnte man vielleicht doch ein bisschen damit rumspielen, verarschen, ablenken. Okay, keep out. Komme ich nicht rein? Kann man hier die Taschen durchsuchen? Negativ. Da komme ich nicht rein. Okay, dann... Dann doch da hinten lang. Was war das jetzt gerade? Ledig kommen, kann ich nicht. Oben ist was. Zu gucken. Wir suchen Schrotttaschen an Batterien. Ja, nimm mal mit. Okay. Dann geht da wahrscheinlich ein anderer Weg rein und was läuft da drin rum? Okay. Dann wahrscheinlich dann da lang. Ein bisschen Kamera. Das ist die Frage, sind die aktiv? Krass, Alter. Die Kameras gefallen mir jetzt gerade gar nicht. Sie, brauchen Sie Hilfe? Ich brauche einen Arzt.
Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Ob ich dir trauen kann, ist die zweite Frage. Na los! Drücken Sie nicht so rum. Ja, schrei mich nicht an. Okay, jetzt müssen wir das ja alles ein bisschen genauer angucken. Vergessen Sie die Tür. Die Marshalls haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ja, lass mich aber wenigstens erstmal rumschauen, was es hier noch so alles gibt. Gut, es scheint relativ ruhig zu sein. Nee. Gehen mal da rein, obwohl ich das nicht gerne mache. Kann ich dir vertrauen? Das ist die zweite Frage. Oh Mann. Diese scheiß langen Gänge, ich hasse sie. Jetzt einfach runterspringen. Okay, ich bin jetzt hier. So, okay. Wir können erstmal hier weitergehen. Welcome Area. Okay. Das ist schon mal sehr nett, dass man hier leicht ein bisschen begrüßt wird. Ich gucke jetzt hier nochmal schnell rum, ob ich hier noch irgendwas Schrottmäßiges finde oder so. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Boah, ich spaziere hier einfach so rum. Okay, das zeigt mir auch nichts an. Und da ist ein Safer. Den werde ich auch nutzen. Ich nutze den jetzt so und wir gucken, was der sagt. Jep, bitte. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode zu dem Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Finden Sie Mollys Büro? Okay. Weltklasse. Fängt ja schon mal gut an, da ist ein Schacht. Platz für ein Alien gibt es, glaube ich, jetzt gerade hier nicht so. Notfallüberbrückung. Wir müssen noch was aus. Da geht's da lang. Okay. Den Schacht probiere ich auch mal ganz kurz aus. Wo der mich hinführt. Muss das alles ein bisschen hier checken. Okay, da geht's da raus drüben. Und hier passiert nichts. Gucken wir mal kurz, wo wir da rauskommen. Okay. Licht aus. Sehr schön. So lobe ich mir das. Geld sammeln, das sammeln wir auch ein. Wir haben Ausweis, sehr gut. Dann kommen wir der Tür raus. Da geht's runter. Da ist zu.
Okay, Hebel benutzen. S. Ah, alles klar. Okay. Dann haben wir das schon mal. Ich würde jetzt mal sagen, meines Erachtens, wir saven jetzt das Ganze hier mal. Und beenden das auch mal für diese Folge. Und schauen, wie das in der nächsten Folge weitergeht. Ich denke mal, es wird wieder recht krass, abgefuckt, lustig. Wie ich mich wahrscheinlich erschrecken werde, wo ich einfach nur auf der Flucht bin. Also wenn es euch gefallen hat, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Euer Victim of Games und ich bedanke mich fürs Zuschauen.